Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ganz herzlich willkommen heißen möchte ich auch meine neuen Abonnenten, die über das Gastvideo von Random Brain zu mir gefunden haben und sich dazu entschlossen haben, hier zu bleiben. Heute habe ich eine ganz besondere Folge Neuzugänge für euch. Ihr habt gedacht, für Cummins kann man nicht viel Geld lassen. Cummins sei nichts wert und seien ohnehin nur farbloses Beiwerk, das man in irgendeine Ecke schmeißen sollte. Tja, dann würde euch der Onkel jetzt was zeigen. Genau, so sieht es nämlich aus. Wir haben hier zwei dicke Stapel, Tournament Pack 2 Rares und Cummins, hauptsächlich Cummins, ein paar Rares sind auch mit dabei und einen schönen Bonus, den ich mir noch nicht reingepfiffen habe, das werde ich zum Schluss machen. Ist aber ziemlich schwer, scheint ein bisschen mehr zu sein als normalerweise. Und so wie es klingt, ist es auch nicht eingetütet. Schäm dich, Erik, schäm dich. Gut, ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ohne groß um den heißen Brei zu reden. Den legen wir mal da hoch. Und wir starten mit einer Karte, die wir aus der Legendary Collection Kyber kennen, in Ultra Rare. Diese Variante ist in Rare, ist allerdings um ein Vielfaches mehr wert. Und wir haben, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Mikazuki Noyo, Noyaiba. Mikazuki Noyaiba. Okay. I'm done. Ja, die Karte ist hier in Rare und geht in etwa 45 Euro, ist dementsprechend die teuerste Rare aus dem Set, wobei man sich nicht ganz sicher sein kann, denn der Dokuro Rider, den ich auch ein paar Mal habe, ich habe ungefähr 40 damals bezahlt, ist momentan auf Card Market nicht im Angebot sozusagen, da gibt es nichts, also kann ich hier keinen aktuellen Preis sehen, dementsprechend stelle ich das jetzt mal in Fragezeichen, aber von den Karten, die man auf Card Market gerade findet, die auch wirklich ein Angebot haben, ist Mikazuki Noyaiba die teuerste mit 45 Euro. Extrem coole Karte, sehr schön designt. Es ist ja auch so, dass in diesem Tournament Pack 2 oder generell in Tournament Packs ziemlich viele Karten sind, die es schon ewig im OCG in diesen Volume Packs gab. Und Mikazuki Noyaiba gehört dazu. Dann haben wir Mystical Sheep Hashtag One. Geht in etwa 19 Euro, ist also schon etwas günstiger für eine Rare, allerdings immer noch ziemlich happig im Preis. Wir erinnern uns an solche Preisklassen, hatten wir das letzte Mal bei Cummins oder Rares, bei zum Beispiel Sechstem Sinn in der Legendary Collection Joey's World war das, glaube ich. Und ja, das ist auf jeden Fall eine extrem coole Karte. Ich wusste gar nicht, dass es die in dem Set gibt, bis ich sie vom lieben Erik angeboten bekommen habe. Ja, genau, die Sendung kommt übrigens vom lieben Erik. Und sein eBay-Account und sein CardMarket-Account sind wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Kleine Randnotiz, auch mein OCG-Händler ist wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt dort auf seine Facebook-Seite, ihr müsst aber, weil der Shop noch nicht online ist, ihn direkt ansprechen und direkt bei ihm bestellen. Und wenn ihr noch keine OCG-Fans seid, dann guckt mal meine Videos an. Ihr werdet es lieben lernen. Gut, weiter geht's mit der Ritualzauberkarte vom Dokuro Rider und zwar Revival of Dokuro Rider, die in etwa 39 Euro geht, also knapp 40. Die haben wir hier glatte zweimal. Mega coole Sache. Schade, dass der Dokuro Rider an sich nicht dabei ist. Hätte ich zu sehr gefeiert, ohne Witz. Aber naja, sollte nicht sein. Ich muss sagen, finde ich auch eine sehr schöne Zauberkarte. Vom Artwork her hätte man eigentlich dieses Artwork von der Zauberkarte auch als Monster, als alternatives Artwork für den Dokuro Rider nehmen können. Im Übrigen hat der Dokuro Rider weder im TCG noch im OCG jemals ein Reprint bekommen. Das heißt, ihn gibt es tatsächlich nur einmal in Ultra Rare im OCG und einmal in Rare bei uns. Darüber hinaus ist der Dokuro Rider das erste Ritualmonster, das jemals erschienen ist. Dann geht es weiter mit Soul of the Poor. Pure, keine Ahnung, ich glaube mal so spricht man das aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin im Englischen nicht unbedingt mächtig. Die Karte geht 24 Euro das Stück und wir haben hier ein Playset am Start. Ja, ich glaube, das müsste es auch schon mit den Rares gewesen sein. Genau, jetzt geht es weiter mit den Cummins und zwar direkt mit der zweitschönsten Cummin aus dem Set. Und das ist Maiden of the Moonlight mit einem Wert von ungefähr 17 Euro. Richtig krasse Karte, sehr, sehr schön designt. Habe ich mir auch nochmal aus dem OCG geholt, aus dem Volume Pack, denn da ist sie unzensiert. Da sieht man mehr Titten auf gut Deutsch. Genau, da war jetzt leider nur eine dabei und jetzt kommen wir auch direkt zur schönsten Karte aus dem Set, wie ich finde. Das ist Queen of Autumn Leaves. Ich persönlich liebe diese Karte abgöttisch. Sie ist unglaublich schön designt. Es ist für mich die schönste Cummin, die jemals irgendwie gezeichnet worden ist. Auch schon von der ganzen Farbgebung her, dieses
es hat halt wirklich so ein Herbstfeeling, ja, dieses Artwork. Es ist halt tatsächlich so. Und jetzt ist ja auch schon Herbst, ne? Wir gehen ja auf den Winter zu und es passt einfach unglaublich gut. Die Karte ging mal 50 Euro, da war aber nur einem Angebot oder so. Aktuell geht sie ungefähr ein 10er und wir haben hier 4 Stück am Start. Ich habe auch hier noch einen ganzen Haufen von der, das heißt, mein Bedarf an dieser Karte ist damit gedeckt. Dann haben wir Turupurun, der nicht viel weniger geht. Der geht nämlich auch ungefähr 10 Euro. Ich glaube, ein bisschen aufgerundet habe ich da 9,70 Euro oder so. Und den haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mal. 13 Mal Turupurun, das müsst ihr euch mal... Das sind 130 Euro, nur für Turupuruns. Ne? Das ist natürlich schon krass, muss man sagen. Ne? Wie gesagt, aber die Karte ist halt, also sie hat hier keinen anderen Print und wie gesagt, Tournament Pack 2 ist ja dementsprechend auch relativ underprinted gewesen. Ich glaube, Tournament Pack 3 war auch relativ selten, gab es auch nicht auf Deutsch, wenn ich mich nicht täusche. Aber vom Tournament Pack 2 weiß ich das auf jeden Fall. Gut, von Turupurun, ich gehe hier ein bisschen schneller durch, damit wir hier keine 40 Minuten hängen in der Folge. Kommen wir zu Dharma Cannon. Eine sehr cool designte Karte, schön oldschool, allerdings jetzt also sehr willkürlich zusammengeschustert, wie ich finde. Das ist jetzt eine Karte, das ist wirklich eine der billigsten Karten aus dem Set. Die geht in etwa 3,70 Euro und davon müssten wir 8 Stücke da haben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau, 8 mal Dharma Cannon. Sind tatsächlich meine ersten. Ich wusste davor auch nicht, dass es die gibt. Ich habe mir die auch aus dem Volume Pack besorgt. Die sind dort nicht unzensiert, aber im ganz alten Layout und ja, einfach weil nice to have, habe ich mir die auf die Liste geschrieben für meinen OCG-Händler. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass mein OCG-Händler in der Videobeschreibung verlinkt ist? Nein? Dann guckt mal vorbei. Jetzt haben wir Garuses. Ja, Garuses, richtig, richtig coole Sache. Garuses geht auch ungefähr 10 Euro an. 10 Euro, genau. Es gab noch einen Print aus WP11. Dort kam ein Super Rare raus. An dieser Stelle gehen Grüße raus an den lieben Johannes. Mit dem habe ich zwar schon ewig nicht mehr geredet, aber falls du noch an Yu-Gi-Oh! Interesse hast, das ist ja dein Lieblingsmonster gewesen, sobald mein Bedarf an denen gedeckt ist, bekommst du definitiv einen geschenkt. Genau, dann lasst uns direkt weitermachen. Von Garuses zu Takuhei. Ja, den Namen, den finde ich ein bisschen komisch. Ich bin mir immer ganz unsicher, wie man den ausspricht. Ich glaube, der hatte auch noch woanders einen Print. Wahrscheinlich auch in irgendeinem OP-Set oder so. Was allerdings nichts an seinem doch recht hohen Preis ändert. Er hat nämlich einen aktuellen Wert von ungefähr 8 Euro. Und auch von dem haben wir einige hier. Ich glaube, 9 Stück müssten es sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 10 sogar. 10 Stück. Coole Sache. Wir haben hier 10x Takuhei. Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Karte. Ich finde von... Es gibt ja viele Monster, die im Endeffekt nur Vögel darstellen. Vor allen Dingen ziemlich alte Monster. Und da gehört er tatsächlich aufgrund seiner, ja, recht rustikalen, einfachen braunen Färbung im Design zu meinen absoluten Lieblingen. Also die Karte mag ich extrem gerne. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die jetzt auf der Agenda hatte, was die OCG-Karten angeht, ob mir aber hier bestellt habe, kann ich so gar nicht sagen. Genau. Weiter geht's mit Dancing Elf. Jetzt bin ich hier hängen geblieben, aber mir ist nichts passiert. Genau, Dancing Elf. Das ist die zweiteuerste Karte aus dem Set. Also, mein Gott, jetzt laber ich Scheiße, tut mir leid. Kommando zurück. Das ist die zweiteuerste Kamen aus dem Set. Mit umgerechnet 20 Euro das Stück. Die teuerste ist ja der Parrot Dragon. Der ging mal 100 Euro. Das müsst ihr auf der Zunge zergehen lassen. Der ging mal 100 Euro, Leute. Ist dann nach dem Reprint in der Legendary Collection Kaiba auf 50 gesunken und jetzt ist er gerade irgendwo bei 39, wo er rumgurkt. Ich frage mich, wie tief er noch fällt. Ich hoffe nicht allzu tief. So, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Stapel. Da haben wir den Crawling Dragon Hashtag 2. Ich weiß nicht, wo der erste ist. In dem Set gibt es ihn auf jeden Fall nicht und sein Wert beträgt auch in etwa 8 Euro. Ihr merkt, ich bin heute relativ gut gelaunt. Die Sendung freut mich einfach. Und bevor sich wieder irgendjemand darüber beschwert, dass ich zu ruppig mit meinen Karten umgehe, nein, tue ich nicht. So, genau, habe ich schon erwähnt, dass die Karte in etwa 8 Euro geht? Wenn ja, dann tut es mir leid. Jedenfalls auch eine ziemlich coole Karte. Ich weiß gar nicht, gibt es den Crawling Dragon Hashtag 1? Gibt es den überhaupt? Also ich kenne keinen. Auf jeden Fall ziemlich bösartiger Kopf, muss ich sagen. So. Gefällt mir aber ziemlich gut. Ne? Und ich finde die Hintergründe von damals einfach wesentlich cooler als die von heute. Muss man einfach mal so sagen. Dann haben wir den Sky Dragon. Den haben wir auch einige Male. 3, 4, 5, 6,
6. Das müssten eigentlich 7 sein. Ach, genau, er hat einen verkauft gehabt. Also dann halt 6 Sky Dragons. Der ging mal 12 Euro vor kurzem, was ich nachgesehen habe. Jetzt geht er in etwa 10. Sind also auch wieder 60 Euro für eine recht schlicht designte Kamen. Sieht sehr gut aus, an und für sich. Ist aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass ich dafür irgendwie meinen linken Arm hergeben würde oder sowas, ne? Ja, jetzt kommen wir zur wohl billigsten Karte aus dem Set, wenn ich mich nicht täusche. Das ist der Two-Headed King Rex. Den haben wir hier viermal. Der geht in etwa 3 Euro. Ist also für jedermann erschwinglich, auch aus dem Tournament Pack 2. Wer sich also eine Karte gönnen möchte, einfach nur um den Tournament Pack 2 kommen zu haben, weil es auch so ein besonderes Set ist, dann seid ihr mit dem Two-Headed King Rex absolut richtig beraten, wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt. Jetzt kommen wir zu einer Karte, die mich preislich extrem gewundert hat, nämlich Stuffed Animal. Die gibt es ja auch aus dem, aus dem McDonald's Pack. Genau, aus dem McDonald's Pack gibt es die Karte auch. Und dementsprechend hatte ich ja gedacht, dass sie weniger geht. Ich habe sie so auf 3-4 Euro geschätzt. Sie geht aber satte 15 Euro und wir haben sie auch satte 10 Mal oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 Mal, genau, 13 Mal haben wir sie, 15 Mal wäre lustiger gewesen. Aber wir haben es hier 13 Mal, ich habe sie auch hier noch einige Male aus dem McDonald's Pack und natürlich aus dem Tournament Pack, also da werden einige abfallen. Ich bin ja mal gespannt, wie gut und realistisch sich sowas dann zu diesen Preisen auch verkaufen oder vertauschen lässt. Falls jemand Interesse habt, ihr findet in der Videobeschreibung meinen Facebook-Link, klickt da drauf, schreibt mir eine Message, falls ihr Stuffed Animal braucht. Für 15 Euro ist es eure. genau. Weiter geht's mit Spirit of the Books. Eine Karte, die ich persönlich auch recht schön vom Design finde. Allerdings ist das eine Karte, die in Anbetracht der schönen Artworks, die es in diesem Set gibt, optisch ein bisschen untergeht. Nichtsdestotrotz hat sie einen Wert von ungefähr 7 Euro und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Exemplare haben wir. 7 wären lustiger gewesen. Aber 9 sind auch gut. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele ich hier noch von denen habe. Da bin ich mir gerade unschlüssig. Aber ich glaube auch, dass das eine ist, die damals in dem Volume Pack zu sehen war. Jetzt kommen wir zu zwei Karten, die mich tatsächlich so ein bisschen gewundert haben, muss ich sagen. Vom Preis her, ich dachte eigentlich, dass die wesentlich weniger gehen. Faithbird hat, glaube ich, auch woanders noch einen Print gehabt. Ich glaube, der hatte sogar zwei Reprints. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber einen hat er auf jeden Fall. Vielleicht wieder in irgendeinem OP-Pack. Er geht 5 Euro. Ich hätte eigentlich ungefähr mit der Hälfte gerechnet. Ja, auch da haben wir natürlich wieder einige am Start. Und dasselbe gilt halt auch tatsächlich für die nächste Karte, nämlich den Water Magician. Die hatte ja definitiv in einem OP-Pack, OP3 oder so, hatte sie einen Reprint. Und ja, dementsprechend, vor allen Dingen, weil der Reprint halt auch so neu war, dachte ich mir persönlich so, 1 Euro, 2, 2,50 vielleicht. Aber nein, auch diese Karte geht sage und schreibe 5 Euro das Stück. Ja, das war's gewesen mit den Tournament-Pack-Karten. Wir wollen jetzt allerdings noch wissen, was zum Fick hat uns der liebe Erik als Bonus mitgegeben. Ich bin gespannt. Wir haben eine Princess Colonne, okay. Wir haben noch eine Princess. Noch eine Wie viel haben wir denn von denen? Hat er mir nur Princesses mitgegeben oder wie? Ah, okay, jetzt wartet mal. Ist ja cool. 3, 6, 9. Ey, mein Bedarf ist ja absolut gedeckt von denen. Ist ja richtig geil aus Number Hunters. Also, ich muss dazu sagen, ich habe die schon mal als Bonus in Ami Secret bekommen. Ich finde diese Karte extrem krass designt, extrem schön designt. Und vor allen Dingen, ich kannte sie vorher einfach noch gar nicht und jetzt habe ich sie plopp einfach mal hier komplett. Also, was soll ich dazu noch sagen? Ist einfach geil. Ist einfach nice. Fette Sache. Weiter geht's mit dem roten Apparat. Noch eine Nee, oder? Erik, trollst du mich? Nee, oder? Nein. Ach, herrje, guckt euch das mal an. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rote Apparate in Ultra Parallel Rare. Ja. Okay, das ist krass. Das ist richtig krass. Übrigens gehen hier die parallelen Streifen nur senkrecht. Es gibt hier keine, die quer sind. Das ist richtig geil. Da ist auch mein Bedarf direkt gedeckt.
So muss das sein. So finde ich das cool. Kann ich sofort abhaken. Dann Spalt haben wir hier zweimal. Auch extrem cool. Auch wenn man den Parallel-Effekt hier gar nicht so gut sieht. Und dann haben wir eine Giant Red. Eine... Nee. Scheiße. Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Giant Reds. Alter Schwede. Damit ist mein Bedarf mehr als gedeckt. Ich habe hier schon 10 oder 12 von denen. Das ist ja... Das ist ja ulkig. Das ist ja richtig nice. Geil. Okay. Danke, Erik. Vielen Dank. Geil. Vielen Dank an der Stelle. Auch da ist mein Bedarf jetzt wirklich mehr als gedeckt. Ja, den Bonus, den muss ich jetzt ehrlich gesagt erstmal verdauen, Leute. Ich würde sagen, ihr könnt mal eure Meinung in den Kommentaren lassen. Wie fandet ihr diese Sendung? Fandet ihr sie gelungen? Fandet ihr, das ist ein bisschen zu viel Geld für Cummins? Und vor allen Dingen, schätzt mal, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich schreibe es diesmal nicht in den Titel. Ja, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen aufgedreht war, aber ich habe richtig gute Laune. Und ja, ich würde sagen, bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.